Ja, halbes Jahr später haben wir es dann einfach auf Club in der Peso Explicit. Also seine Erotika-Kollektion kam November 2021. Unsere Explicit-Kollektion kam am 3. Juli 2021. Das war es ja wohl wirklich komplett, lieber Maximilian. Also das, was er mir vorwirft, hat er einfach gemacht. Was ist das für ein Zahlendreher? Oder er lebt im Film Tenet. Peace out und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mein YouTube-Comeback ist 3-4 Tage her und einen Tag später kam auch schon ein Video von einem bekannten Kollegen, mit dem eigentlich, meines Wissens nach, das Kriegsbeil begraben wurde, weil ich habe mich aus YouTube ein bisschen zurückgezogen, aus diesen Beef-Sachen so. Ich habe sogar mit Andy Klöth Frieden geschlossen, das muss man sich mal überlegen. Doch dann kam folgendes Video online. Mir reicht's. Justin ist zurück und klaut wieder. Ich habe eben mal kurz durchgesappt. Ich war bis gerade noch im Office, wollte nach Hause fahren, Sachen packen, denn es ist bei mir endlich mal Urlaubsseason. Ich fliege eine Woche weg. Jetzt kam mir halt dieses Video dazwischen und dann habe ich auch mal ein bisschen recherchiert. Heute wird auch ein bisschen was über MAM aufgedeckt, über seine Brand, die Brand von dem YouTuber Maximilian. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir auch direkt mal rein. Sehr geehrte Leute, war's dir da? Ja, liebe Freunde, wir haben es mitbekommen. Justin ist nach langer kreativer Pause wieder zurück, um das Gleiche zu machen wie immer. Kleptomanie in Designfragen, unsere Copy. Okay, ich bin gespannt auf die Anschuldigungen. Der Justin hat sich eigentlich kaum verändert, bis auf die paar bunten Kleckse, die er da jetzt an dem Unterarm hat. Die wahrscheinlich bunten Kleckse auf meinem Unterarm und Oberarm. Ist, by the way, schwarz, nicht bunt. Männer, die älter ausschauen wollen, lassen sich am Bart wachsen. Das geht bei Justin nicht, dementsprechend. Ja, wenn die Argumente fehlen, dann geht man natürlich auf äußere Einflüsse, wie meinen unfassbaren Bartwuchs. Wenigstens das Ziegenbärtchen für den Goldstatus. Kleiner Spaß. Aber der Maxi wirkt ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen arrogant hier und sehr angepisst. Also ich bin sehr gespannt, was hier kommt. Muss er sich da seine LFDY Saints Logos auf den Unterarm tippen? Was? Wir hätten hier einmal den Peso Adler mit Schlange. Wir hätten hier einmal Jesus. 187. Und hier einmal Heads or Tails. Jetzt schaut er halt nicht viel älter aus, sondern eher wie ein U17 Kreisligaspieler. Ja, meine Fußballkarriere. Ich habe es gestern schon im Dennis Schröder Video gesagt. Ach nee, das war Basketballkarriere. Ja, okay. Ja, vielleicht als Fußballer demnächst. Habe ich LFTY Saints gesagt? Peso Saints? Ich kann das. Achso, er meint die christliche Motive. Hatte ich tatsächlich sogar überlegt, also falls ich das mache, Maxi, sag bitte nicht, dass ich es nachgemacht habe. Die Peso Saints Engel, diese zwei mit den Stofffetzen, nicht Stofffetzen, aber so diesem Gewand, was runter geht, was wir gezeichnet haben, das hierhin zu machen. Wie fändet ihr die Idee? Schreibt es in die Kommentare. Das ist immer so schwer unterscheiden. Für mich ist das einfach das Gleiche. Aber ich glaube, LFTY waren die mit den eigenen Ideen. Das ist dreist. ich weiß nicht, wie so ein Peso mit LFTY verwechselt. Wahrscheinlich, weil wir oft in Verbindung miteinander gebracht werden. Ich weiß nicht, ob da noch was zu kommt. Falls ja, kann ich das gerne auch nochmal für den Maximilian erklären, auch wenn ich schon oft gemacht habe. Aber eigentlich als treuer Zuschauer sollte er es eigentlich wissen. Naja. In seinem neuen Video lässt er uns Gott sei Dank von oben herab, wie es für einen Boss normal ist. Von oben herab. Ich weiß nicht, ob er dasselbe Video geschaut hat, was ich aufgenommen habe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich fand das null von oben herab. Ich habe nach 3-4 Monaten oder 5 ein YouTube-Video gedroppt und einfach erklärt, was bei mir in letzter Zeit abging. Völlig normal und wertfrei einfach nur erzählt, was bei mir in letzter Zeit abging. War das von oben herab? Ich finde, also jetzt, ich will jetzt hier keine Spießumdreherei machen, aber ich finde das, wie er da gerade sitzt, finde ich etwas mehr von oben herab. Und dann auch noch die Disses aufs Äußere bezogen. Das kann man doch eigentlich ein bisschen gentleman-like machen. So Sache ist, wissen, dass er die Zeit genutzt hat für eine kreative Pause. Er hat mal ein bisschen... Das ist falsch. Ich habe keine kreative Pause gemacht. Ich habe YouTube, Social Media Pause gemacht, um noch kreativer zu sein und nicht eine kreative Pause gemacht. Das würde ich ja theoretisch machen, wenn ich keine Ideen hätte und einfach mal abschalten muss. Vielleicht jetzt eine Woche kreative Pause. Denn mehr gearbeitet. Ich war früher gar nicht so oft im Office. Als ich mit Peso angefangen habe, so, wir haben uns ein-, zweimal im Monat zusammengesetzt, Kollektion besprochen und so weiter. Ja, man muss auch nicht sonderlich viel machen, weil man einfach nur die Arbeit von anderen gruppiert. Das ist so nicht ganz richtig. Ich habe 1,5 Stunden entfernt gewohnt von dem damaligen Office und habe parallel noch eine Bankausbildung gemacht. Und deswegen haben wir uns ein-, zweimal im Monat getroffen, was auch gereicht hat, weil wir im gesamten Jahr vielleicht 20, 30 Pieces gedroppt haben, anstatt wie jetzt 150 bis 200. Ich weiß nicht, auf was er jetzt hinaus will, aber ja, okay. Vielleicht, dass nicht viel Zeit da drin steckt. Das habe ich ja gerade begründet, warum das
damals so war. Oder? Aber jetzt ist mein Anspruch an die Sachen, die ich rausbringe, so viel höher, sodass ich irgendwie gar nicht anders kann. Damals gab es ja auch niemanden, an dem man sich messen konnte. Es gab gar keinen deutschen Streetwear-Markt, so wirklich. Die einzigen Brands, die mir jetzt spontan einfallen, sind auf jeden Fall LFDY, die es mittlerweile seit 10 Jahren gibt. Uns gibt es seit 7. Ich glaube 6PM seit 6, Lowlight seit 5 oder 6, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so, man hatte gar kein Gefühl für die Sachen. Man hat das gemacht, was man cool fand. Und damals, als ich die Marke gegründet habe, das war vor 7 Jahren, wie gesagt, so, da fand ich halt diesen Vêtement-Schrift so cool, habe den dann zum Beispiel auf eine Kapuze gemacht, aber anderes Thema. Und mir irgendwie selber sauer, weil wenn ich nicht bis, keine Ahnung, 18, 19 Uhr im Office rumhängen würde. Aber da hat er anscheinend viel Zeit in Research investiert, um zu schauen, was es noch so am Markt gibt. Und was. Ja, ich habe ein bisschen Research gemacht und geschaut, was es noch so auf dem Markt gibt. Aber zu der MAM-Sonnenbrille versus AliExpress-Sonnenbrille kommen wir zum späteren Teil dieses Videos. Dass man einfach eins zu eins übernehmen kann, vielleicht noch Peso drunter schreiben und dann fertig. Mhm. So nicht, Minion. Das haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Ich möchte jetzt nicht extra aufrollen, die unzähligen Marken, okay, wie CPFM oder auch Root. Und viele, viele weitere. Okay, er rollt jetzt diese Valente-Thematik von vor 2-3 Jahren auf. Habe ich ein einstündiges Video zu gemacht. Meine Rechtfertigung kannst du dir da auch gerne nochmal reinziehen. Aber er sagt, er möchte das nicht machen. Er möchte nicht darauf eingehen, blendet es aber ein, um hier seine Zuschauer zu manipulieren. Ich weiß nicht. Was auch sehr manipulativ, by the way, ist. -10% für Neukunden mit dem Code Justin. Das wirkt mir wieder ein bisschen so, ah, Justin hat wieder mit YouTube angefangen. Gibt vielleicht wieder ein paar Klicks. MAM Vienna läuft gerade vielleicht nicht so, wie er es sich wünscht. Achso, das hat er auch nochmal als Top-Kommentar hier verfasst. Und deswegen nimmt man das halt und lockt hier nochmal Neukunden an. Das finde ich ein bisschen. Ich finde, diese Aktionen, die ziehen halt seine Argumentation in ein komisches Licht. Irgendwie, es gibt mir einen komischen Beigeschmack. Aber naja. Also jetzt wird jetzt ab. Wir bleiben objektiv und ich sage nur meine Meinung und nicht von oben herab. Aber seine Kamera könnte ein bisschen höher und von oben herab auf ihn filmen. Ich würde ihm ungern so tief hier reinschauen können. Ja, vielleicht nächsten Shorts-Fit ein bisschen anpassen. Absolut den Rahmen sprengen, da gibt es ja auch mehrere Episoden von den Ehrenmännern Andy und Klö. Und auch mehrere Antworten meinerseits, ja. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Die das immer wieder aufgedeckt haben, das ist für alle nichts Neues. Was viele aber vielleicht noch nicht wissen oder nicht mitbekommen haben, weil MAM jetzt nicht unbedingt so groß ist wie Root oder Cactus Brand Flea Market, Justin oder beziehungsweise das LFDY-Team bedient sich gerne mal auf an Konkurrenten, die vielleicht nicht. Ich glaube, er möchte hier mit diesem Peso-LFDY-Konstrukt auch ein bisschen provozieren oder er hat es halt wirklich vertauscht. LFDY ist eine Marke, die es unabhängig von Peso gibt. LFDY und ich teilen uns ein Lager, deswegen steht auch LFDY im Impressum und in der, als Zahlungsdienstleister, wenn er mit PayPal zahlt, weil meine Ware im LFDY-Lager liegt. So spart sich jeder sein eigenes Lager und LFDY verschickt auch für uns. Deswegen geht die Ware aus deren Lager raus. Und Creative Team hat nichts miteinander zu tun. Ich habe meine komplett eigenen Mitarbeiter, mein komplett eigenes Office-Gebäude, was direkt neben LFDY ist, weil wir uns halt auch Textilmitarbeiter zum Beispiel teilen. Aber da jetzt drauf rumzureiten, weiß ich jetzt nicht. Komm gerne auf den Punkt, Maxi. Nicht so weit außerhalb der eigenen Landesgrenze sind. Und das haben wir bei MAM auch immer wieder verfolgt. Als MAM Mexican Standoff rauskam, haben wir unter anderem auch mit einem Pferd geshootet, um diesen Western-Vibe zu catchen und sehr viel Aufwand in die Videoproduktion eingeschickt. Und ein halbes Jahr später kommt Justin daher mit einem. Ja. Das war sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall, dieses Pferd. Fear of God, sich by the way auch nochmal bei MAM Vienna bedient und das sogar auf eine Jacke gedruckt. Schwer. Aber okay, valider Punkt, auf jeden Fall. Mit der gleichen Idee für Basic Instinct musste natürlich auch ein Pferd her. Das hat bei MAM schon so gut ausgesehen und dadurch, dass das hier so. Also, das ist jetzt eine lose Aussage, die könnt ihr mir glauben oder müsst ihr aber nicht. Ich hatte noch nie was von MAM auf meinem Moodboard oder auf dem Shooting Moodboard. Falls das so sein sollte, nimm bitte so einen Eimer Wasser und schubst sie mir so ins Gesicht, damit ich wach werde. Aber das war nicht der Fall. Ich möchte ihm hier nicht zu nahe treten. Gibt genug Leute, die bestimmt auch seine Sachen feiern. Aber ja, okay, wir gucken weiter. Gut funktioniert hat, hat man das einfach so weitergemacht. Da kann man sich auch schon mal selber auf die Schulter klopfen. Viele von euch erinnern sich natürlich noch an die Kollektion. Ja, ich würde dir auch gerne auf die Schulter klopfen für diese glorreiche Idee mit dem Pferd. Die hat die Kollektion auf jeden Fall auch richtig ausgemacht und war ja auch nicht nur auf einem oder zwei Instagram-Bildern zu sehen von 9 oder 10. Aber ich kann dir auch gerne auf deinen Oberschenkel klopfen, da ist ja ein bisschen mehr zu klopfen. Und Erotika, wo hier wirklich mit einer gezielt akzentuellen Erotik gearbeitet wurde, aber auch mit einer gewissen Eleganz in der Burlesque-Form. Ja, halbes Jahr später haben wir es dann einfach auf Club in der Peso Explicit Collection.
Lieber Maximilian, wenn man schon so hart schießt, dann sollte man doch vorher gründlich recherchieren. Ich habe mir das damals gedacht, habe nichts gesagt. Ich meine mein Business und gucke nicht nach links und rechts. Also man guckt, aber man sagt nichts. Er sagt also, wir hätten jetzt die Explicit-Kollektion, wo so dieser LA-Vibe mit Frauen-Stripclub und sowas, aber geschmackvoll. Thema war, von seiner Erotika-Kollektion nachgemacht. Da können wir doch uns zusammen gerne mal auf die Suche machen und aufs Datum schauen. Also, es geht hier um folgende Bilder. Ah, ihr seht es gar nicht so richtig. Ich kann es euch gleich einblenden. Es geht hier um Explicit-Kollektion. Das war der Vibe so der Kollektion. Bei ihm sah das Ganze so aus. Nicht ganz so, what the fuck, geschmackvoll. Aber ich klicke jetzt mal auf das Bild hier, weil das am YouTube-freundlichsten ist. Also, seine Erotika-Kollektion kam November 2021, also 17. November 2021. Unsere Explicit-Kollektion kam am 3. Juli 2021, also ein halbes Jahr vorher. Ja, halbes Jahr später haben wir es dann einfach auf Club in der Peso Explicit. Das war es ja wohl wirklich komplett, lieber Maximilian. Also, das, was er mir vorwirft, hat er einfach gemacht. Was ist das für ein Zahlendreher? Oder er lebt im Film Tenet. Auch nicht schlecht. Also, hat schwach angefangen und stark nachgelassen, mein Lieber. Kollektion gesehen. Zähle das Team auf. Hey, deswegen habe ich mir gedacht, ich kümmere mich lieber einfach um meine Sachen und mache hier nicht mehr so ein Rumgebiefe. Das hätte Maximilian auch machen sollen, aber das ging ja mal wohl komplett nach hinten los. Die Griffen hat ja bei MEM gut funktioniert, das können wir einfach einstens übernehmen. Und ich kann es auch verstehen, weil es fehlt mir auch tatsächlich ein bisschen. Und jetzt, 2 Jahre später, wieder derselbe Fall. MEM steht letztes Jahr im November in Insomnia vor mit einer neuartigen Enzymwaschung und am Black Friday nochmal mit 3 eigenen Farben an. Und er will jetzt sagen, dass das hier ist wie meine Sommerbasics oder was? Also wie das hier quasi. Ich weiß nicht, wie gut du im Thema Fashion bist, aber das hier ist ein weicher Spray-Effekt. Der wird handgesprayt in der Produktion und danach gewaschen, damit der kräftiger wird. Das hier ist eine Batik-Waschung, wo Steine in eine Waschmaschine kommen, glaube ich, oder Chemikalien. Dann wird der Hoodie, der by the way ernst dünn aussieht, wie so, ich gehe nicht unter die Gürtellinie, aber das sieht, naja. Auf jeden Fall wird der Hoodie, weil die bei ihm nur so gehen, normalerweise ist Batik einmal rundherum, kommen wir auch später noch auf meine Recherche zusammen. Der wird dann so längs zusammengeknüllt und dann gewaschen, damit eben da, wo die Falten sind, die Chemikalien nicht angreifen kann und hier schon. Anhand dieser Waschung, die wir 1 Jahr lang vorbereitet haben, wo wir 1 Jahr lang gut... Das ist ein Batik-Wasch, also wenn du dafür 1 Jahr lang gebraucht hast, dann... Weiß ich jetzt nicht. So Typen erstellt haben und wirklich den genau richtigen Effekt für das Produkt, so wie es auch hier jetzt in der Beige-Form mit dem... Seins ist außerdem so Two-Tone. Unser ist einfach derselbe Ton, aber der wird einfach nur heller gefadet, Bro. Leicht Acid, mit dem leichten Acid-Look schon seht, an dem wurde sehr, sehr lange gearbeitet. Und genau jetzt kommt natürlich Beso daher mit genau derselben Idee. Ja, das stimmt. Bro, wir machen... Raws, da haben noch nicht viele Marken Basics gemacht, beziehungsweise aus der Streetwear-Bubble keiner. Ich bin damit nicht pausieren gegangen, habe niemanden damit genervt, weil es jetzt auch nicht was ganz Neues ist, Basics zu machen in verschiedensten Farben. Es gibt genug Leute, die das nachgemacht haben, ich habe niemanden angeprangert. Einfach mich einfach um mein Business gekümmert, nicht von oben herab, sondern einfach nur meine Sachen gemacht. Ich finde jetzt nicht, dass das jetzt... Ja, keine Ahnung, das war auf jeden Fall ähnlich aussah. Bringt Produkte raus mit Waschung. Man bedient sich einfach an der kreativen Arbeit anderer und macht das Gleiche, nur halt viel schlechter. Ja, viel schlechter. Das ist Ansichtssache, aber... Weil über die Qualität brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Ich habe des Öfteren in letzter Zeit Peso-Shirts in der Hand gehabt. Also... Warum hast du aber Peso-T-Shirts in der Hand? Wolltest du dich da inspirieren oder also wie kommt's? Wenn man das einmal wäscht, dann fühlt sich das an wie so ein altes Handtuch, das bei der Oma hängt. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Es gibt hunderttausende zufriedene Kunden, die mir auch noch 2 Jahre später sagen, ey, ich trage immer noch mein Saints-T-Shirt und das ist mein Favorite-T-Shirt. Ich weiß nicht, ob du Waschhinweise vielleicht nicht lesen kannst oder dir das einfach gerade ausgedacht hast, aber das kann ich auf jeden Fall nicht sagen. Und wie auch eben schon gesagt, dein Hoodie sieht stofftechnisch auf jeden Fall nicht so angenehm aus. Der sieht nämlich jetzt schon aus wie so ein dünnes, hartes Handtuch. Aber manchmal denke ich mir, ich hätte mich vielleicht nicht darauf einlassen sollen, aber auf der anderen Seite schreiben mir dann wieder so viele Leute Nachrichten und sagen, ey, der Maximilian hat das und das gesagt und so, was sagst du dazu? Und ja, das sieht man ja jetzt, was man davon hat. Dass er sagt, ich hätte was von ihm nachgemacht, was er ein halbes Jahr später gemacht hat, ja. Der zeitreisende Boss. Dünner Stoff wird rau, kann man das nur mal zum Putzen verwenden. Also, ja, genau. Wenn ich da nur höre, wir haben die beste Qualität, da kommt mir echt
Ich glaube, er wurde ein bisschen von seinem Produzenten verarscht. Oder er verarscht seine Kunden, weil seine Hoodies kosten irgendwie 150 Euro oder so. Nee, mehr. Oder seine T-Shirts 107 Euro, habe ich mir eben reingezogen. 107 Euro für seine T-Shirts. Und das ist nicht gerechtfertigt so. Also entweder wird der halt von seinem Produzenten verarscht. Und es ist wie, wenn jemand sagt, dicker Stoff ist gleich gute Qualität. Es gibt Unterschiede in den Stoffen. Und es kann keinen Stoff geben, der das rechtfertigt. Also entweder will er seine Marke im High-Price-Segment ansiedeln und sagt einfach, ja, ich nehme jetzt einfach das Dreifache von einem guten T-Shirt-Preis und ja, die Leute werden es schon kaufen und fallen vielleicht Leute drauf rein, aber das ist auf jeden Fall, nur weil etwas teuer ist, heißt es nicht, dass es gut ist. Was ich dazu sagen soll, also das ist so ein Scam und Verarsche, abgesehen von den Rip-Offs der Designs. Du wirst niemals mit diesen Preisen, was ein Bezos-Shirt in der Produktion kostet, wahrscheinlich 3 bis 6 Euro ohne Printing. Also wenn das so wäre, 3 bis 6 Euro, dann würde ich aber die doppelte oder zehnfache Menge produzieren. Falls das bei deinem Produzenten der Fall ist, kannst du mir das gerne weitergeben. Aber es wird langsam etwas frech und deswegen habe ich mir gerade überlegt, dass wir jetzt mal auf meine Recherche schauen können. Ich kann nicht garantieren, ob es dieselbe Brille ist. Ich habe einfach nur bei MAM eben kurz mal ein Stündchen auf der Seite gehangen. Also wie ich das vor jeder Kollektion mache, um mir neue Ideen einfallen zu lassen. Also für mich sieht das aus wie dieselbe Brille. Die hat hier diese Stufe, die hier runter geht, hat die hier auch. Dieses goldene Teil hier, gelbes Glas, schwarzes Plastik und hier halt noch das MAM Kika Logo eingraviert. Ich will ihm nicht vorwerfen, dass er es von AliExpress hat. Es sieht für mich verdächtig danach aus. Ich finde, der Preisunterschied ist auch sehr crazy. Oder ob sein Produzent ihn verarscht und die auf AliExpress einkauft und dann teurer an ihn verkauft und sagt, dass das selbst gemacht wäre. Das ist Nummer 1 von 9. Nummer 2 ist zum Beispiel auch kreative Ideenfindung, wie er es bei mir bemängelt. Wir hätten hier einmal, um oben anzufangen, eine Represent Cargo von 2018 und hier seine von 2020, wenn er schon mit alten Kamellen kommt. Wir haben hier einen eingefassten Metallreißverschluss auf einer schwarzen Hose, die oben glossy ist, hier auch. Dieselbe Cargo Pocket verbaut und tatsächlich hat Represent hier einen, ja, so Silk-Streifen auf der Seite angenäht. Das seht ihr hier eigentlich nochmal ganz gut, weil es hier ein bisschen mehr shiny ist. Und das hat MAM auch 1:1 übernommen, genauso wie unten hier diesen Knopfverschluss, sodass du die Hose unten weitermachen kannst. Also Maxi, wie du es in den Wald reinrufst, kommt es auch wieder raus. Ich hätte nicht hier diese Recherche gemacht von Produkten, die ich vielleicht auch kenne und das extra so rausgesucht, wenn du mir nicht unnötig versucht hättest, mich abzufacken. Ich kümmere mich eigentlich nur um mein Business, aber was soll das? Deswegen habe ich jetzt auch mal hier ein bisschen nachgeschaut. Als nächstes, das mit dem Pferd hat ja ganz gut bei Ruth funktioniert, hat Maximilian sich auch gedacht, nimmt man auch. Genauso wie Chrome Hearts, ne? Lustigerweise in dem Post, als nächstes Slide ist ein Chrome Hearts Hoodie, wie er den selbst anhat und hat sich gedacht, oh ja, diese Banderole, so, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Hier unsere Hose von 2021 ist eine schwarze Hose, eine Jeans, an der wir so eine Enzymwaschung drauf haben, wo wir wirklich ein Jahr lang gesampelt haben. Und weil das bei uns so gut ging, hat Maximilian ein paar Monate später gedacht, lasst uns das Gleiche doch auch machen, um jetzt hier mal seine Wortwahl zu verwenden. Ich habe im August 2020 in der Produktion dieses Foto gemacht und in meine Story gepostet mit einer Paisley-Tasche. Maximilian bringt im November 2020 einen Hoodie mit Paisley drauf raus. Ist das eigentlich ein MAM Cargo? Falls ja, hat die dieselben gelben Strings, für die Root Cargos bekannt sind. Ist ein Trend, deswegen Maximilian sagt mir auch manchmal, ja, Puffprint abgerundet ist CPFM nachgemacht. Das hier ist auch trendbasiert. Paisley-Sachen waren damals Todes-In, finde ich auch immer noch sehr cool. Kann ich genauso sagen, hat er dann von uns nachgemacht, auch wenn es wahrscheinlich nicht mal der Fall ist. Maximilian trägt gerne Gallery Department Bartik-T-Shirts, hat er hier selber an, hat dann auch gedacht, ja, bringen wir das mal für Insomnia auch raus. Auch nicht schlecht, by the way, 27. Dezember 2021, Curved Zip, hier auch nochmal ein Curved Zip rein, oder dann ändert auch wenigstens die Farbe vom Hoodie und ein Schlangenprint kann man sich natürlich auch nochmal reingönnen. Ja, also wie gesagt, ich hätte nichts dazu gesagt, es ist alles. Ja gut, das hier ist nicht in Frage zu stellen, weil das halt 1:1 dieselbe Hose ist. Aber es ist halt, ja, was soll ich dazu sagen? Wirst du niemals dorthin kommen, wo Luxushäuser produziert, wo auch meine Marke produziert. Es ist einfach 1:1 ein Unterschied. Bitte jeder MAM-Kunde, schreibt es nochmal in die... Ja, es ist schwer. Es ist eine schwere Aussage. Und nur weil er hat am Anfang, glaube ich, gesagt, Balenciaga produziert da, wo er produziert, weiß ich by the way nicht. Also kann ja auch nur so dahergesagt sein. Nur weil es derselbe Produzent ist, heißt nicht, dass er nicht günstigeren Stoff kaufen kann. Naja. Man kann hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist einfach ein anderes Niveau. Ja, und natürlich. Aber man kann eine Represent Cargo mit einer MAM Cargo vergleichen. Oder eine AliExpress Sonnenbrille, die 4 Euro kostet, die bei MAM gleich aussieht und 97 Euro kostet. Das ist auch eine andere Preisklasse. Ich habe noch nie wirklich Produktionspreise veröffentlicht.
aber unsere Shirts kosten nicht umsonst 107 Euro, weil alleine schon die Produktion ein Wahnsinn ist. Hier wird natürlich wieder günstiger, cheaper das Produkt kopiert und für die breite Masse verfügbar gemacht. Ja, also habe ich keinen Beweis zu, das ist einfach nur Ansichts- und Geschmackssache. Ich kannte seine Sachen nicht bis jetzt gerade eben. Aber wenn er sagt, dass meine Basics von seinen Basics kopiert sind mit seiner Batikwaschung gegen meinen Sunfade-Effekt, dann ist das gerne euch überlassen, wie ihr das seht. Aber ich finde, es wird langsam etwas lächerlich und zieht sich in die Länge. Kommt hier noch was Interessantes, ich weiß nicht. Jeder von euch, der mir jetzt seine stornierte Bestellbestätigung vom Peso schickt auf info@mbmvienna.com, kriegt von mir einen 20% Rabatt. Boah, ist das peinlich, Alter, ist das peinlich. Ja, also jeder, der möchte, kann das gerne nutzen. Wirklich, ich schneide das hier nicht mal raus. Also wer bei Peso seine Bestellung storniert, um dann das MAM zu schicken, um dann einen 20% Rabattcode bei MAM zu bekommen und dann halt anstattdessen da was zu kaufen, dem würde ich empfehlen, das mitzunehmen und dann einfach wieder bei Peso danach trotzdem nochmal zu bestellen und euch einfach von der Qualität zu überzeugen. Ihr könnt es, wenn es euch nicht gefällt, kostenfrei wieder zurückschicken, aber das finde ich... Es ist sehr unsportlich, ein schlechter Marketing-Move. Man sieht, dass das einfach halt auf Cloud aus ist. Und ich gebe ihm wahrscheinlich sogar das, was er wollte, halt diese Reaction hier. Aber naja. Gutschein, um sich damit das Original leisten zu können. Ich hab. Ja, das Original. Könnt ihr dann nochmal in 2018 zurückreisen und bei Represent bestellen. Wenn ihr wissen wollt, wie man die Zeit umdreht, könnt ihr auch gerne ihn fragen. Hat er ja bei meiner Explicit-Kollektion auch so gemacht. Mir wird das hier ein bisschen zu affig. Ich würde jetzt hier gerne abschalten, weil es mich ein bisschen nervt. Ich finde das sehr dreist und frech alles. Wie gesagt, ich bin offen für konstruktives Feedback. Wenn ihr findet, dass ich irgendwie von oben herabrede oder so, lasst es mich gerne wissen. Aber ich denke, wir haben in dem Video hier eigentlich genug gesehen und drüber geredet. Das ist tatsächlich sehr unsympathisch. Naja, ich bin jetzt erstmal eine Woche im Urlaub. Eine kreative Pause natürlich machen. Naja, macht's gut, Leute. Passt auf euch auf. Peace.